Laut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV seien immer weniger Mediziner bereit, sich als Vertragsarzt, vor allem in ländlichen Gebieten, niederzulassen. Und auch Hausärzte, die zum Beispiel kurz vor der Rente stehen, hätten Schwierigkeiten, einen Nachfolger zu finden. In der Gemeinde Grafenberg ist genau das jetzt gelungen. Bereits seit einigen Wochen ist klar, dass Clemens Reiser in Zukunft für die Gesundheit der Menschen im Ort zuständig ist. Damit Reiser seine Praxis eröffnen konnte, gab es finanzielle Unterstützung von der Gemeinde und vom örtlichen Krankenpflegeverein. Am Mittwoch war Scheckübergabe. 25.000 Euro bekommt Clemens Reiser von der Gemeinde Grafenberg für den Start seiner Praxis. Und noch einmal den gleichen Betrag legt der Krankenpflegeverein, vertreten durch Pfarrerin Hanna Häfele, obendrauf. Geld, das nötig gewesen sei, erklärt Bürgermeister Volker Brodbeck. Der Grund war, dass der Reiser eben ein junger Arzt ist und auf eine Investitionsforderung angewiesen ist. Ich habe das mit dem Gemeinderat diskutiert und wir waren alle der Meinung, ja, es ist wichtig, die hausärztliche Versorgung ist uns dieses Geld wert. Und nachdem das Signal auch vom Krankenpflegeverein kam, dass wir diese Summe gemeinsam aufbringen wollen, war es für alle sonnenklar. Denn gerade für ältere Leute, die auf eine hausärztliche Versorgung vor Ort angewiesen seien, sei eine Praxis innerhalb der Gemeinde wichtig. Und hier vor Ort ist die Arztpraxis etabliert. Das heißt, die Leute haben kurze Wege, sie finden den Weg hierher. Und diese Hausarztversorgung hängt auch unmittelbar mit der hiesigen Apotheke zusammen. Und das zusammen funktioniert gut. Hier im gleichen Gebäude, im Obergeschoss, gibt es noch eine Zahnarztpraxis. Daher könne man sich jetzt über eine vollumfängliche ärztliche Versorgung in der Gemeinde freuen. Vor etwas mehr als 2 Jahren war diese noch mehr als ungewiss. Ende 2021 hatten die Grafenberger alle Register gezogen, um einen Nachfolger für ihren damaligen Hausarzt Dr. Böbel zu finden. Am Ortseingang hatte ein großes Schild auf die Situation aufmerksam gemacht. Und sowohl Brodbeck als auch Böbel hatten sich an der Suche beteiligt. Und auch wenn weniger die Plakataktion als vielmehr die Bemühungen seines Vorgängers für Reisers Entscheidung maßgeblich gewesen seien, inzwischen ist die Suche abgeschlossen. Vom vielen Zuspruch war er dennoch überrascht. Tatsächlich war es so, dass ich schon ja, auch ein bisschen überlegt hatte, ob ich überhaupt mir das zutraue und ob ich diesen auch finanziellen oder diesen ökonomischen Schritt jetzt schon gehen kann. Und dann hatte ich da auch schon so viel Zusprache durch die Patienten davor schon gehabt. Deswegen hatte ich schon so ein bisschen mit gerechnet, aber das freut mich trotzdem. Also das ist natürlich ja, großes Kompliment. Ja. Für den Start will Reiser zusammen mit einer Praxishilfe erst einmal gewisse Prozesse etablieren. Dann soll die Praxis Stück für Stück wachsen. Auch seine Frau will irgendwann als zweite Ärztin dazukommen. Und neben dem regulären Praxisbetrieb sollen unter Umständen auch Hausbesuche bei Patienten möglich sein. Und trotz der hohen Nachfrage habe er noch Kapazitäten, erzählt Reiser, und nehme nach wie vor auch noch neue Patienten auf.